meine Lieben, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern. An diesem heutigen vorletzten Dienstag im März nehme ich euch mit zu einer weiteren Folge der Bahnhofsvideos und zwar nach Gmünden am Main. Wir wandeln heute ein bisschen auf den Spuren meines Vorbilds Alex E., der dort schon ein paar Mal gewesen ist. Und werden dort sehr viel Regelverkehr sehen. Was dort für einen Zugverkehr gibt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hoffentlich viel Güterverkehr. Denn von dort geht, soweit ich weiß, die Werntalbahn weg. Das ist eine reine Güterzugstrecke. Und auch fahren dort so viele Güterzüge. Wir sind jetzt hier in Bamberg, warten auf den RE20 nach Würzburg. Das ist die Sodereinheit, Baureihe 442 von DB Regio Bayern Franken Thüringen Express. Fahren bis Würzburg, steigen dort um und in Gmünden melde ich mich wieder. Bis dann. Unsere Abfahrt hier in Bamberg ist dann um 12.27 Uhr. Dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Nun wünsche ich mir und euch viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Wir haben heute ungefähr 5 bis 7 Grad. Es ist bewölkt. Und ja. Und das Video wird online kommen am Ostersonntag. Als eines der Spezialvideos, die ich euch angekündigt habe, wie ja auch schon das Würzburg 1 gewesen ist. Nun aber endgültig genug der Vorrede und viel Spaß. So, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz anmachen und euch das hier zeigen. Und zwar ist gerade eben auf Gleis 9, als ich mein Dürüm gegessen habe, eine 185 respektive eine 186 mehr systemfähig von mir einer unbekannten Firma eingefahren mit ihrem Kesselzug, bestehend aus Vascosa, Railco, GATX und Eremieva, oder wie das heißt. Und ganz dort hinten ist die kurze Übergabe für hier nach Bamberg gekommen. Heute nur eine kurze Übergabe bestehend aus wenigen Wagen. Die 185 von DB Cargo, die ihn immer bringt, ist schon wegrangiert. Das war heute auf Gleis 10. Und vielleicht sehen wir sie gleich noch rangieren. Deswegen habe ich eigentlich angemacht. Und natürlich sehen wir sie rangieren, dort hinten kommt sie nämlich schon. Und der Kesselzug bekommt sogar noch Ausfahrt auf HP2. Mit der 186 von mir unbekannten Unternehmen. Und im Hintergrund habt ihr einen ICE 1 Ausfahrt haben hören. Richtung München. Das ist die 185-392-8 von DB Cargo. Wie gesagt, die mir unbekannte 186 fährt jetzt aus. So, jetzt finde ich dann gleich noch die Einfahrt. Ihr wisst ja, der vordere Teil fährt nach Leipzig und unser hinterer Teil, der RE20, dann nach Würzburg. Den filme ich dann noch. Ich wollte eigentlich nicht mehr anmachen, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. RE42 nach Leipzig Hauptbahnhof über Lichtenfels. Abfahrt 12.22 Uhr mit RE20 nach Würzburg Hauptbahnhof über Schweinfurt. Abfahrt 12.27 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Wie gesagt, Doppeleinheit, Baureihe 442 von DB Regio Bayern Franken Thüringen Express aus Nürnberg. Der vordere fährt weiter nach Leipzig und mit dem hinteren fahren wir dann nach Würzburg. Wo wir umsteigen werden, da werde ich aber nichts filmen. Und dann sehen wir uns wieder in Gmünden. Wir werden nämlich 3 Stunden in Gmünden aufnehmen. Der vordere ist eine vierwegige nach Leipzig und hat keinen Namen. Und wir bekommen einen fünfwegigen, auch ohne Namen. Bis dann in Gmünden. So, meine Lieben,
Wir sind jetzt hier in Würzburg Hauptbahnhof umgestiegen. Wir sitzen in einem vierteiligen Einheit Baureihe 445 Twindex von DB Regio Main Spessart Express. Hier könnt ihr euch jetzt mal ganz kurz den Innenraum angucken, ehe ich noch kurz was sage. So sieht der Innenraum eines Steuerwagens aus, zweite Klasse Oberdeck. Und zwar fahren wir am Rangierbahnhof in Würzburg vorbei, den ich euch dann schon mal so ein kleines bisschen aus dem Zug raus zeigen werde. Zu den anderen Videos wollte ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich euch ja versprochen, dass wir nochmal hierher nach Würzburg kommen mit dem ganzen Drumherum, was ich euch schon mal gesagt habe. Dieses Video werde ich allerdings erst vermutlich im Sommer machen. Dann habe ich euch ja noch versprochen, dass wir nach Frankfurt fahren werden, das erste Deutschland-Video machen. Bei dem wird es so sein, dass es wegen Corona wahrscheinlich auch ein klein wenig verschoben wird. Ich habe es zwar schon geplant und vielleicht fahre ich auch am 31. März, wenn ich frei habe, hin. Ansonsten verzögert sich das auch noch ein bisschen. Und ich habe ein Rundfahrten-Video vor. Und zwar habe ich für euch noch ein Rundfahrtenvideo geplant. Das wird über meine drei Lieblingsbahnhöfe Nürnberg, Bamberg und Würzburg gehen. Und in Würzburg habe ich gerade noch eine Stelle gesehen, die ich hinzufügen würde. Und wir werden nach Zell auch nochmal fahren, unabhängig von dem Würzburger Video, was ich ja schon angekündigt habe, was ich im Sommer machen werde. Und ich habe auch noch ein, zwei andere Stellen gesehen, von denen ich vielleicht mal was für euch filmen werde. Und ja, hier seht ihr jetzt noch einmal ganz kurz das Twindex Unterdeck. Im Steuerwagen hier die Fahrrad-Mehrzweckbereiche und hier nochmal ein paar normale Plätze. Bis dann in Gmünden. So, meine Lieben, jetzt muss ich mich doch noch mal ganz kurz vor Gmünden bei euch melden. Denn auf der Strecke von Zell bis nach Gmünden gab es so viele tolle Filmstellen zwischen Main und Natur und Eisenbahn, also mit Schiffen, Eisenbahn und Natur, wo ich auf jeden Fall auch noch mal
paar Filmstellen ausgebrochen haben, wo wir Videos machen werden. Und deswegen werden wir auch jetzt ganz kurz mal an den Main gehen. Ganz treu dem Motto, wer braucht schon den Rhein und die Lorelei, wenn es der Main auch sein kann. Das werden wir jetzt ganz kurz mal hier ins Video in Münden mit einfließen lassen. Und die anderen Filmstellen und so, die werde ich dann auf jeden Fall nochmal besuchen. Ich habe einige schöne gefunden. Zusätzlich zu den Videos, die ich schon angekündigt habe. Auch jetzt in dem Video. So, jetzt müssen wir aber aussteigen in Münden. Bis gleich. So, bevor unser RE hier Ausfahrt bekommt, ist gerade eben rechts vorbei ein 628er von der Südostbayernbahn auf Rangierfahrt gefahren. Also auf Durchfahrt, aber auf Leerfahrt. So, jetzt fährt unser 445er Twin Decks hier aus. Richtung Frankfurt. Pünktlich um 14.04 Uhr. So, als nächstes kriegt die RB53 Richtung Jossa Abfahrt. Das ist eine Soloeinheit Baureihe 440 von DB Regio Main-Frankenbahn, hat pünktlich Abfahrt um 14.07 Uhr. Das war auf Gleis 4, das andere Gleis war Gleis 5, warum erkläre ich euch gleich. Und der hat Ausfahrt mit 60. Also Langsamfahrt. So, jetzt erkläre ich euch noch ganz kurz was zum Bahnhof. Also das hier ist das Gleis 1, das ist ein Stumpfgleis. Das Gleis hier am Bahnsteig ist das Gleis 2. Dann Gleis 3 ist ein Durchfahrtsgleis. Gleis 4 und 5 sind die Gleise, wo wir hier sind. Hier drüben ist Gleis 6 und 7 und Gleis 8 und 9. Dort drüben ist ein Behelfsbahnsteig. Und ganz dort drüben sind einiges an Gütergleisen, denn hier in die Richtung verläuft die Werntalbahn, die reine Güterbahn und die Güterzugstrecke Richtung Würzburg. Und hier in die Richtung ist die Nord-Süd-Güterzugstrecke. Über Jossa geht die, glaube ich, und die ist hier. Und hier seht ihr nochmal den Bahnsteig 45 in die andere Richtung, weil das der längste ist. Und wie gesagt, hier sind die Gütergleise und dahinter verläuft der Main, wo wir als nächstes dann ganz kurz hingehen, wenn die RB nach Schweinfurt Abfahrt um 14.10 Uhr Ausfahrt hatte. So, und die RB 50 nach Schweinfurt ist eine Soloeinheit Stadler RS1 Baureihe 650 von der Erfurter Bahn EB. Ihr sehen könnt auch Ausfahrt mit 60. Also drehen wir uns um. Auf Gleis 1 steht übrigens ein Soloeinheit 440 von der Main-Frankenbahn abgestellt. So, die Ausfahrt warten wir noch ab, dann gehen wir ganz kurz an den Main, dann an die Alex E-Filmstelle und dann kommen wir nochmal hier zurück am Bahnhof. Insgesamt habe ich vor, bis 17 Uhr zu bleiben, das heißt 3 Stunden. Und nun viel Spaß bei der Abfahrt und dann bis gleich am Main. Doch noch nicht Schluss, zwei Güterzüge und zwar auf Gleis
7 ist durchgefahren, eine Red Bull Vectron mit ihrem leeren Autozug und hier auf Gleis 4 mit Auffahrt mit 60 eine Baureihe 145 von DB Cargo, ebenfalls mit ihrem leeren Autozug. Die andere hatte Durchfahrt mit Voll-KMH 110 und die hier hat Ausfahrt mit 60. Also sprich, die Vectron hatte Durchfahrt mit 110 auf Gleis 7 und die 145 von DB Cargo Ausfahrt mit 60. Mit dem Autozug, das bedeutet für mich, dass die 145 von DB Cargo über die Werntalbahn fahren wird und die Vectron Richtung Würzburg. Nach den beiden Zügen sehen wir uns gleich am Main wieder. So, meine Lieben, kurz vor euch zur Information, ihr habt mit Sicherheit gesehen, dass ich gerade eben euch ein Bild angehängt habe. Das ist die Filmstelle von Alex E. bzw. dort in der Umgebung müsste das sein. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, dort drüber zu kommen, bzw. es gibt eine Brücke, die aber so blöd zu erreichen ist, dass ich dort nicht hingehen werde. Genauso am Main ist genauso blöd. Das heißt, wir werden das beides ein bisschen verschieben müssen. Und ich werde bis dahin mir nochmal Gedanken machen, wie bzw. ich dorthin komme. Und wir werden jetzt wieder zurück zum Bahnhof gehen und dann eben am Bahnhof aufnehmen bis 17 Uhr. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich kann nichts machen. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie anders dorthin komme, aber ich fürchte nein. Das nur für euch zur Information. Also Main fällt aus. Main gibt es in dem Video aus Langen, aus Resbach-Zellingen. Und hierher rüber gibt es aus dem Video, wo ich schon geplant habe, Münden mit Umgebung. Da werde ich dann zur Alex E-Filmstelle gehen. Nichtsdestotrotz wandeln wir trotzdem ein bisschen auf den Spuren von Alex E. Denn ja, Alex E. filmte öfters hier. Also, ich melde mich dann wieder am Bahnhof. Beziehungsweise können wir das Ganze auch ein klein wenig anders machen. Und zwar machen wir das Video aus Resbach-Zellingen zusammen mit dem Stelle hier in Alex E. und nochmal ein bisschen in Gründen am Bahnhof. Außerhalb gesehen von dem anderen Video, als wir wandeln auf der Alex E Teil 2 sozusagen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wie ich das genau mache, muss ich mir noch überlegen, aber irgendwie so. Ich bin auch ein bisschen mega bisschen enttäuscht, muss ich sagen, mega bisschen viel. Denn wegen diesem blöden Gelaufe jetzt, umsonst haben wir 3 Güterzüge, 4 Güterzüge, 4 Güterzüge missachtet und nicht gesehen. Einer hatte eine 185, war ein gemischter Güterzug, ein Containerzug und noch 2 gemischte Güterzüge. Und das ist, finde ich, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Wir werden jetzt einmal zurückgehen zum Bahnhof und gucken, was wir noch so sehen werden heute.
So, zurück nach unserem ärgerlichen Ereignis am Bahnhof. Hier seht ihr den RE54 nach Bamberg von Frankfurt, Abfahrt um 14.55 Uhr auf Gleis 7. Twintex Baureihe 445 von DB Regio Mainz-Spessart Express. Warten wir mal ab, was wir hier noch so für Züge sehen. Ich hoffe, ein paar interessante wenigstens. Und ich fasse dann gleich nochmal zusammen, wie es jetzt dann weitergeht. Da hinten am Behelfsbahnsteig 9 ist vorhin ein Quietsch hier eingefahren, als ich hochgelaufen bin. Baureihe 425 von Regio Bayern. Und wie ihr sehen könnt, ist auch dort hinten auf den Gütergleisen einiges los. Dort ganz hinten an der Brücke, wo ich vorhin das Bild habe, ist die Filmstelle von Alex E. Und dort hinten stehen zwei DB Cargo rote Maschinen mit jeweils einem gemischten Güterzug. Mal gucken, was mit denen noch passiert. Allerdings gucken wir die uns von weiter hinten, respektive von der Bahnsteigseite hier vorne an. So, am Gleis 5 hat Einfahrt der RE54 von Bamberg nach Frankfurt über Aschaffenburg. Abfahrt um 15.04 Uhr. Dieser Zug ist auch ein Twindex Baureihe 445 von DB Regio Mainz-Spessart Express. So, ebenfalls Ausfahrt und auch Abfahrt um 15.04 Uhr hat die RB 53 nach Sterbfritz von Bamberg. Das ist eine Soloeinheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Mainfrankenbahn. Mein Fahrgebahn hat Ausfahrt auf 60 und der RE Ausfahrt auf Normalgeschwindigkeit. Da hinten kommt eine Gütereisenbahn. Ich guck mal ganz kurz, Moment. Zwar hat die Durchfahrt auf Gleis 7. Es ist eine DB Cargo rote Lokomotive, eine 145 mit ihrem Containerzug. Soweit ich das erkennen kann, fährt er aber auch halt. Ich würde mal sagen, dass der auf Halt fährt, weil der langsamer wird und gleich stehen bleibt. Und der ist tatsächlich ziemlich lang. So, und auf Gleis 2, habt ihr ja gerade gehört, steht die RB50 nach Schweinfurt. Abfahrt um 15.08 Uhr. Wieder eine Soloeinheit Baureihe 650 von der Erfurter Bahn. Jetzt habe ich auch herausgefunden, warum der auf Halt fährt. Denn der fährt auf die Werntalbahn, da die aber eingleisig ist und da hinten noch eine andere Gütereisenbahn kommt, muss der kurz hier stoppen.
Man zahlt manchmal auf die Abfahrt von der Erfurter Bahn. Und jetzt bekommt er Ausfahrt. Dann hat der andere die andere Strecke zur Wandtalbahn frei gemacht. Ich denke, wir werden trotz unseren kleinen Malheurs viele spannende Züge sehen. Und ich sag mal so, es wird auf jeden Fall von hier dann nochmal was geben. Was, das überlege ich mir jetzt dann noch und werde es euch am Ende vom Video sagen. Aber ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass es dann nochmal sowas gibt wie einen zweiten Versuch, wo wir dann am Main und hier hingehen und auch noch hier hingehen an die Filmstelle von Alex E. und an den Main und das Ganze vielleicht sogar noch kombinieren an einem schönen Tag mit einem bisschen Verkehr in Resbach-Zellingen am Main und an Bahnstrecke. Ne? Mal gucken. Könnte ich mir vorstellen. Und hier ist auch ganz schön was los, denn der Containerzug gerade ausfahrt, da kommt schon der nächste, und zwar eine ELL Vectra. Die fährt auf einen der Gütergleise ein mit ihrem Containerzug. Und der Zug von der Wertheilbahn ist eine 185 von MRCE mit ihrem Kesselzug. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich bin dabei, vielleicht sogar nochmal das Konzept von meinem Kanal zu überarbeiten. Da muss ich mir aber nochmal Gedanken drüber machen, dass ich das dann endgültig durchziehe. Also seht es als Ankündigung, dann kommt nichts mehr am Ende vom Video. Es wird auf jeden Fall irgendwie so einen Teil 2 geben, eventuell ohne oder mit Resbach-Zellingen. Lasst euch überraschen, wird auf jeden Fall toll und es wird trotzdem ein geiles Video mit viel tollen Verkehr, auch wenn wir an der Stelle jetzt erstmal nicht waren, aber wie gesagt, es gibt nochmal einen Teil 2 hiervon. Wann ich den filme, weiß ich noch nicht, aber seht dieses hier als Teil 1 an und Teil 2 folgt dann bald. Jetzt warten wir erstmal hier den Containerzug ab. Anhand der Fahne entnehme ich, dass das vielleicht sogar ein paar britische Container mit dabei sind. Im vorderen Teil vom Zug war ja auch schon so ein Wagen. So, auf Gleis 5 ist grün geworden. Da hinten kommt auch schon die nächste Gütereisenbahn. Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob von der Werntalbahn oder von Würzburg. Aber da hinten kommt schon wieder eine neue Gütereisenbahn. Wie ich von weitem erkennen kann, schon mal was DB Cargo Rotes. Und der fährt ziemlich schnell durch, das heißt, ich muss mich vor meine Tasche stellen. Zwar ist es eine 185 von DB Cargo mit ihrem leeren Containerzug. Und hier kommt schon der nächste Güterzug. Also haben wir doch ziemlich Spaß. Eine 187 von DB Cargo. Die fährt aus auf 60. Und ist eingemischt Warenladen. Eingemischter Güterzug.
So, der nächste kleine gemischte Güterzug, gezogen wieder von was DB Cargo Rotem. Und zwar wieder eine 185 von DB Cargo. Der bekommt auf dem Durchfahrtsgleis 2 Durchfahrt. So, auf Gleis 6 hat jetzt dann gleich Einfahrt die RB53 von Jossa nach Bamberg, soweit ich das gesehen habe. Und die hat Abfahrt um 15.25 Uhr hier auf Gleis 6 und müsste normalerweise eine Solo-Einheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Mainfrankenbahn sein. Bevor die RB kommt, wollte ich euch noch was sagen. Ich bin mittlerweile drüber hinweggekommen und werde mich nicht mehr drüber aufregen, sondern freue mich noch, ein Video mehr machen zu dürfen, denn das, was heute passiert, ist ja schon ganz cool. Und dann machen wir eben nochmal ein Video von hier. Ich finde das per se nicht schlimm. Und ich habe auch beschlossen, ich werde dann nochmal gesondert jetzt dann gleich nochmal was dazu sagen. Am besten, wenn die RB vorbei ist. Ich nehme mal an, dass die Containerschlange mit der ELL Vectron in Richtung Würzburg fährt, wartet, bis die RB durch ist und dann Ausfahrt kriegt. Nichtsdestotrotz bin ich schon enttäuscht, weil ich schon ein ziemlich großer Fan von Alex E bin und schon gerne mal von dort heute schon gefilmt hätte und eben nicht erst nochmal warten. Aber wie gesagt, kein Problem. Erzählung folgt jetzt dann gleich, denn gerade eben wurde die RB 53 angesagt. Entschuldigen, Versagen. Aber mir ist mein Handy gerade aus der Hand gerutscht. Ihre nächsten Anschlüsse RB 79 nach Aschaffenburg Hauptbahnhof über Lohr Bahnhof. Abfahrt 15.40 Uhr von Gleis 9 und RE 55 nach Würzburg Hauptbahnhof über Karlstadt. Abfahrt 15.55 Uhr von Gleis 7 direkt gegenüber. Die RB nach Aschaffenburg, das ist der Quietschi 425. Den höre ich vorhin schon gezeigt habe. So, nun noch ganz kurz zu den Erläuterungen. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass, wie gesagt, ich euch ja schon gesagt habe, es diese ganzen Videos geben wird, die ich euch schon gesagt habe, bestehend aus dem Frankfurter Video, das ja vielleicht noch ein bisschen verschoben wird, dann dieses Rundfahrtenvideo, das Würzburger Video, und alle anderen, die ich euch schon vorgestellt habe. Und jetzt zu unserem Problem heute. Es ist so, dass ich das wahrscheinlich mit dem Video aus Esbach-Zellingen zusammen machen werde, hierher zu kommen. Also ein größeres Video aufziehen werde. 2 Stunden in Esbach-Zellingen und anschließend wieder hierher kommen. Kleines bisschen mit Bahnhof, aber mehrheitlich dann mit Filmstelle Alex E. und mein Schifffahrt. Auch in Esbach-Zellingen werde ich vielleicht ein paar Main-Schiffe aufnehmen, weil es da eine ganz schöne Stelle gibt. Und vielleicht auch schon ein bisschen an der Strecke noch filmen. Und
und von der Strecke hier dann wird es generell mehr Videos geben, unabhängig von dem, weil das richtig schön am Main entlang ist. Wie ich es ja euch schon mal vorhin erzählt habe, das ist wunderschön dort. Und das habe ich vor. Und ja, also ihr könnt euch auf die nächsten Videos auf jeden Fall richtig drauf freuen. Die ich euch jetzt so gesagt habe, die werden alle nach und nach, sage ich mal, bis spätestens Juni online gehen. Teils früher, teils später. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz noch sagen. Also die Planung läuft jetzt dann eben wie folgt ab, dass es das Video geben wird mit mit Esbach-Zellingen zusammen, Alex E., Gmünden und so weiter. Das wollte ich euch nur noch kurz sagen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und auf Gleis 7 ist schon wieder eine Durchfahrt gestellt worden, also drehen wir uns mal um. Ach ja, und welches Video ich euch auch noch nicht unterschleichen wollte, ist, ich habe auch noch vor, ein Video zu drehen, ein bisschen außerhalb hier in die Richtung von Gmünden. Und zwar auf einer Burg, wo man runter auf die Eisenbahn gucken kann. Und dann nochmal an einer anderen Stelle, wo der Alex eh oft filmt, wo man auf die Schnellfahrstrecke gucken kann. Und dort vorne in der Kurve auch nochmal, wo nochmal eine Strecke abzweigt, da filmt Alex eh auch oft. Dort werden wir auch noch mal filmen gehen dann. Das wird auch noch ein Video sein, was in der Zeit online kommt, die ich euch vorhin gesagt habe. So, auf Gleis 7 die Durchfahrt, die fährt noch nicht, aber auf Gleis 2 ist das, glaube ich. Ne, nicht Gleis 2, Schmarrn. Auf dem Durchfahrtsgleis 3, respektive Gleis 4, ich bin mir nicht sicher, ist eine Ausfahrt mit 60 gestellt worden. Das kann eigentlich jetzt um die Zeit auch nur für einen Güterzug sein. Also drehen wir uns mal um und behalten Gleis 7 im Auge. Und zwar der Zug hier, der auf Gleis 7 durchfährt, ist der Henkelzug. Und zwar gezogen wird er von was Altbaumäßigem mit Scherenstromabnehmer, und zwar in der Baureihe 110. Den Henkelzug noch mit drauf. Also läuft alles wieder gut, auch wenn es blöd ist. Da habt ihr es, auf Gleis 4 ist Ausfahrt für die RB nach Jossa gestellt worden, die höchstwahrscheinlich von Würzburg kommt. Wobei ich dazu sagen muss, nagelt mich nicht drauf fest, auf die Sachen, die ich jetzt hier gesagt habe mit dem Ausweichprogramm für heute. Es kann sein, dass ich das auch nochmal komplett umschmeiße. Aber die Filmstellen an sich, die kommen auf jeden Fall. Vielleicht in anderer Videofolge, dass ich vielleicht das eine mit anderem Video reinpacke oder so. Aber die Sachen, die ich euch jetzt angekündigt habe, werden kommen. In welcher Reihenfolge und in welcher Art von Videos und so. Das muss ich mir allerdings noch überlegen. Auf jeden Fall seid gespannt und abonniert den Kanal, wenn ihr wollt, wenn euch die Videos gefallen, weiterempfehlen und so weiter. Aber das sage ich ja auch im Abspann dann nochmal. Genau, da hinten kommt auch schon die RB53. Dann warten wir mal ab. So, während die Soloeinheit Baureihe 440 von der Main-Frankenbahn einfährt, ist auf Gleis 'Unserem Gleis hier eine Durchfahrt gestellt worden. Und zwar ist es das Gleis, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, ist Gleis 6 natürlich. Das ist wieder eine ILL Vectron. Von TX Logistik angemietet. Ja, die hat übrigens jetzt Vollausfahrt bekommen, also wird sie wahrscheinlich nicht über die Landtalbahn, sondern Richtung Würzburg fahren, und das ist ein gemischter Warenladen, ein gemischter Güterzug.
der hat wieder einige Schlaglöcher drin. So wie ihr gerade eben sehen konntet, ist auf Gleis 5 schon die nächste Durchfahrt mit 60 gestellt worden. Mal gucken, was kommt. So, was ich euch auch noch sagen wollte, ist, seht dieses Video als extrigen Teil an. Alle anderen Videos, die es dann kommen, werden autark, respektive eine eigene kleine Videoserie werden. Vor allem dies wird eine Videoserie geben mit Alex E. auf den Spuren. Aber extra wie das hier, wo das alles andere reinkommt, was ich euch jetzt vorhin schon gesagt habe, ne? Und dieses Video heißt dann Alex E. Misslungen und wird ein extra Video geben, weil es einfach mir besser in Kram passt. Apropos, habe ich euch schon gesagt, dass ich hier das Bahnhofsgebäude in Gemünden sehr, sehr schön finde. Und auch den Zugverkehr, den wir bisher gesehen haben, fand ich cool. Auch wenn es ein bisschen schade ist immer noch. Ich trauere dem immer noch so ein bisschen nach. So, auf Gleis 5 kommt eine DB Cargo-Rote Lok. Ich glaube, es ist eine 152 mit ihrem Gemischtwarenladen, gemischten Güterzug hinten dran. Richtig, eine 152 von DB Cargo. So, auf Gleis 2 fährt jetzt ein die RB 50 aus Schweinfurt, weiter nach Schweinfurt, Abfahrt um 16.09 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt, des Zuges ist dann jetzt auf Gleis 2. Der Zug ist eine Soloeinheit, Baureihe 650 von der Erfurter Bahn EB, vom Unterfranken Shuttle. Und auf Gleis 7 ist auch schon wieder eine Durchfahrt gestellt worden, deswegen gucken wir gleich rüber. Und zwar war das für die Starbuck Diesellok die Durchfahrt auf Gleis 7. So, der Quietschi kriegt pünktlich Ausfahrt Richtung Aschaffenburg. Wir drehen uns um. Containerzug werden gerade eben Bremsproben durchgeführt, das heißt, ich denke mal, der bekommt auch bald Ausfahrt. Wir lauschen dem Sound. So, und was habe ich gesagt? Bremsprobe abgeschlossen und schon bekommt die ELL Vectron mit ihrem Containerzug Ausfahrt. Ich trauere immer noch so ein bisschen, weil ich wäre gerne dort vorne gewesen. Aber wir holen es ja nach und deswegen habe ich ja einen Lichtblick. Und die Züge, die wir hier gesehen haben und bisher gesehen haben, noch sehen werden. Und auch die Blicke sind ja trotzdem ganz, ganz schön hier eingekesselt, der Bahnhof und so, ne, mit Bergen und so. Also es läuft schon. Aber nichtsdestotrotz freut es mich dann schon auf die drei Teile, die dann kommen. Extra von hier. Ich vermute mal, es werden drei Teile werden.
weil es doch relativ viel Material da geben wird, wenn das so ist, wie ich mir das überlegt habe. Also freut euch drauf. Und wie gesagt, bis Juni kommt alles, was ich euch in dem Video versprochen habe, hier online. Respektive das Frankfurter Video vermutlich als erstes, als Deutschland-Video. Und dann erstmal ein bisschen, ein, zwei Monate kein Deutschland-Video. Und dann geht es auch mit den Deutschland-Videos so richtig los. Alles bis Juni, Ende Juni. Bis dahin sollte das alles, was ich euch heute ankündige, damit durch sein. Solange uns natürlich Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, das weiß ja niemand. Und sorry für das ganze Gelaber, ich lasse euch jetzt in Ruhe, ihr wisst jetzt Bescheid und alles ist gut, jetzt gibt es nur noch Zugverkehr. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber dort hinten ist sogar der Main, ja? Also, wie bitter ist das bitte? Ich scheitere an dieser beschissenen Brücke dort hinten und komme nicht an die Stelle und an den Main hin. Jetzt bin ich gerade von der Trauer weg, jetzt fange ich gerade an, mich über mich selber zu ärgern. Wie blöd kann man eigentlich sein? Aber naja, alles was ich bisher gesagt habe in dem Video gilt, außer ich werde meinen Kanal nochmal so ein bisschen verändern, wie ich es ja schon gerade auch im Video gesagt habe, kann sein, dass es nochmal ein paar kleine Änderungen gibt. Sollte das der Fall sein, dann würde ich es euch mitteilen, ansonsten gilt alles, was ich hier gesagt habe, beziehungsweise es gilt sowieso alles, was ich hier gesagt habe, es werden dann nur Ergänzungen sein. So, jetzt aber endgültig genug das Gelaber, denn auf Gleis 7 ist wieder grün geworden. Vor allem, ich zack, glaube ich, die ganze Zeit dasselbe, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und wie gesagt, Gleis 7 ist wieder grün geworden. Mal gucken, was hier kommt. Und zwar kann ich euch sagen, für welchen Zug die Ausfahrt ist auf Gleis 7. Und zwar ist die Ausfahrt auf Gleis 7 für den RE 55 von Frankfurt nach Würzburg über Lohr. Und der Abfahrt um 15.55 Uhr. Twindex Barreihe 445 von DB Regio, mein Spessart Express. Sollte ich übrigens vorher 15.09 Uhr gesagt haben, ich meine natürlich, die Erfurter Bahn fährt um 16.09 Uhr zurück. Das ist derselbe Zug, in einer Stunde wird dann unser Zug sein, der RE 54 nach Bamberg. So schnell vergeht die Zeit, ne? Aber ich denke, es ist trotzdem ein ganz cooles Video für Ostermontag, was ich euch hier präsentiere, auch wenn es schief gegangen ist. Mir ist gerade die Idee der Ideen gekommen. Wenn ich das umsetze, das wäre das Geilste, was ihr euch jemals angeschaut habt. Aber das muss ich mir noch überlegen, ob ich das umsetze. Und wenn, dann sage ich es euch erst kurz davor, wenn es losgeht, weil das wird mega geil. Hat was mit den ganzen Videos zu tun, die ich gerade eben so geplant habe und mir gedacht habe. Hier seht ihr einen netten Standhaltungszug von der DB. Und es ist sogar ein Kranzug. So, auf Gleis 7 ist das Signal schon wieder auf Fahrt gegangen. Mal gucken, was kommt. Hier kommt ein Glanzstück von TX Logistik und zwar die Pure Gold 185.
mit ihrem KLV im Containerzug. Und eventuell sind auch noch Sattelauflieger mit dabei. Wie geil ist das denn? So, und jetzt mal gucken, was dann gleich auf Gleis 7 fährt. Wie geil ist das bitte? So, da hinten kommt der Zug für Gleis 7. Entschuldigung für den Wackler. Seine Baureihe 187 von Raildox. Mit einem Holzganzzug. So, der Zug war ein Genuss für Flachstellenliebhaber. So, hier hat Ausfahrt RE55 von Würzburg nach Frankfurt über Hanau. Der hatte Abfahrt um 16.04 Uhr hier auf Gleis 5 und war ein Twindex 445 vom Main-Spessart Express. So, auf Gleis 4 ist das Signal wieder auf Fahrt gegangen für einen Güterzug von der Werntalbahn. Mal gucken. Es müsste vom Licht her eine Vectron oder eine Smartron sein. Mal gucken, was kommt. Da war das Ganze eine von Boxpress angemietete MRCE Vectron mit ihrem Containerzug. Und auch dieser Zug war ein Fan für alle Flachwagenliebhaber. Vor allem die letzten unbeladenen Wagen hatten Flachstellen wie Sau. So, ich werde mir jetzt ganz kurz was zu süffeln holen, also was zu trinken, ne? Und werde dann gleich wieder hier hochkommen.
So, ich hole mir gleich was zu trinken, aber auf Gleis 6 ist nochmal eine Durchfahrt gestellt worden von der DB Cargo Roten Maschine, und zwar nach 152 mit dem Containerzug. 152 von DB Cargo mit dem Containerzug auf Gleis 6. So, bis gleich. So, wieder zurück am Bahnsteig. Auf Gleis 9 ist eingefahren die Mainfrankenbahn 440 aus Aschaffenburg. Die hatte Ankunft um 16.17 Uhr und fährt dann um 16.41 Uhr zurück nach Aschaffenburg. Und auf Gleis 6 wurde gerade eben ausgerufen. Die RB 53 nach Bamberg über Würzburg, Abfahrt um 16.25 Uhr. Das ist eine Solo-Einheit Baureihe 440 Mainfrankenbahn von der Deutschen Bahn und fährt jetzt hier auf Gleis 6 ein. Wir fahren ja mit dem RE in einer halben Stunde dann. In der Hoffnung, noch ein paar spannende Züge zu sehen. So, nachdem wir nun doch noch ein Schiff auf dem Main gesehen haben, was mich sehr freut, ein bisschen fröhlicher stimmt, dann nächste Güterzug. Und zwar eine VTG Retrag Vectron mit ihrem Kesselzug. Von Vascosa. Den hat es hingestellt, der ist über einen der drei Herzmagnete gefahren. Oder auch nicht, nein, ist es nicht. Der macht hier nur einen Lokführerwechsel, wie ihr sehen könnt. Auf Gleis 5 fährt die RB 53 ein, die gerade eben angesagt worden ist aus Bamberg. Soloeinheit Baureihe 440 von der Mainfrankenbahn. Und nach dem Lokführerwechsel fährt die Retrag VTG hier mit ihrem Vascosa-Zug, dem kurzen, gleich weiter. Da ist übrigens Ethanol drin, wie man unschwer an den Wagen lesen kann. Ich nehme mal an, dass die Wagen Vascosa gehören, aber angemietet sind von der Pannonia Ethanol. Ich denke mal, dass das die Firma ist, die die Wagen angeliefert hat. Und auf Gleis 7 ist schon die nächste Durchfahrt gestellt. Da hinten kommt die Durchfahrt auf Gleis 7 auch schon. Mal gucken. Zwar kommt was DB Cargo Rotes in einer Doppeltraktion. Und zwar eine Doppeltraktion Baureihe 185. Von DB Cargo mit dem gemischten Güterzug.
Jetzt bin ich wieder positiv gestimmt. Ich finde es mega geil hier. Wir werden hier auf jeden Fall wieder herkommen. Entweder in den Sachen, wie ich schon gesagt habe, oder in dem Geistesblitz, den ich gehabt habe. Hier ist es mega geil. Und wie gesagt, alles andere wird nachgeholt. Als nächstes bekommt jetzt dann hier die RB nach Aschaffenburg Ausfahrt. Die hat Abfahrt, ich glaube, ich habe schon gesagt, 16 Uhr, zwischen 16.38 Uhr und 16.42 Uhr auf jeden Fall. Das sind die Solo-Einheit 440 von der Main-Frankenbahn. Und ich guck mal, was bei dem Pannonia-Ölzug passiert. Der hat Ausfahrt mit 60 auf die Wandhalbahn bekommen. Da hinten müsste schon wieder ein Zug kommen. Was für eine, wage ich jetzt mal noch nicht zu sagen. Das müsste eigentlich ein Güterzug sein. Das ist übrigens ein Ganzzug. Und der fährt nicht auf die Wandhalbahn, ich glaube, der fährt nach Würzburg, weil der jetzt noch mehr Grün bekommen hat. Und auch die Weichenbeziehungen so ausschauen und die Signalbeziehungen. Und ja, da hinten kommt ein Güterzug, fährt aber auf Halt, egal auf welchem Gleis der einfährt. Aber erstmal hat er ja noch hier diese Gleisquerung. Uhr ist Abfahrt und deswegen muss der Güterzug bis er hier im Bahnhof langsam reinrollen, weil die RB vorher Abfahrt bekommt. So, der Start der RS1 Baureihe 650 von der Erfurter Bahn kommt aus Schweinfurt pünktlich an um 16.40 Uhr. Ihr seht alle Signale auf Halt. Das heißt, der Güterzug, der jetzt dann gleich reinkommt, fährt auf jeden Fall schon mal auf Halt. Ich finde die Farbgebung der Erfurter Bahn echt schön mit dem Weiß und dem Grün. So, die Baureihe 440 war unser letzter Zug und deshalb... So, nun bis gleich zum Outro, denn 445er habt ihr heute schon genug gesehen, deswegen zeige ich unsere nicht mehr. Bis gleich beim Outro. So, meine Lieben, ich wollte mich für dieses Video bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gefallen. Auch wenn es ja doch ein paar Unregelmäßigkeiten gab, fand ich, haben wir noch ganz viele tolle Züge gesehen. Mir hat vor allem die Pure Gold 185 von TX Logistik sehr gefallen. Aber auch noch sehr viele andere verschiedene Züge, Regionalverkehr und Güterverkehr gesehen. Was mir sehr gefallen hat und ich hoffe euch auch. Wenn ja, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, das Video weiterempfehlen, den anderen Videos angucken, weiterempfehlen, den Kanal weiterempfehlen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wieder hier auf dem Kanal von Züge in Bayern wiedersehen. Euer Robin. PS noch, wenn ich das, was mir vorher als Geistesblitz gekommen ist, wirklich umsetze, dann könnt ihr euch im Sommer auf was freuen. Dann greift allerdings das, was ich jetzt gesagt habe, nicht. Das würde ich ja bei einem extra Ankündigungsvideo euch nochmal sagen, denn
Wie gesagt, das ja, würde ich euch in einem anderen Ankündigungsvideo nochmal sagen. Das hängt dann damit zusammen, dass ich meinen Kanal ändere, also das Konzept ändere und so weiter. Aber das sage ich euch dann nochmal. So, nun, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Euer Robin.